Hallöchen, liebe Leila. Schön, dich endlich wiederzusehen. Ich sag nur Olala. Heute ist die Lala Berlin Show. Ja, und du bist total hot. Jetzt sind wir heute alle, ne? Ist richtig heiß. So, was können wir heute Abend erwarten? Heute Abend ist die Show sozusagen dieser Tag am Strand, den wir in Deutschland zumindest nie haben. Ja, und deswegen auch das Motto Far Away Beach. Also man träumt von der Ferne, ist aber trotzdem in dieser Urbanität festgehalten, in der es tatsächlich keinen Sommer gibt. Also ist der Fokus so ein bisschen auf Strick. Wir haben Leder, wir haben Weiß, wir haben Rot, wir haben frische Farben, wir haben die Blätter als Leichtigkeit. Also es ist ein guter Mix, es macht Spaß. Ehrlich gesagt, heiße Mädchen, heiße Höschen. Unser Opening Girl Emma Oak, die ist heute Morgen eingeflogen, die finde ich, also bin schockverliebt gewesen. Nee, echt süß. Wir haben ein ganz süßes 15-jähriges Mädchen dabei. Es gibt auch manchmal eine, die einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung, die kann vielleicht nicht, ne, bei der hakt so ein bisschen. Aber du versuchst natürlich, die Mädchen so perfekt wie möglich zu casten. Du hast mir auch mal erzählt, dass deine Tochter auch immer ein bisschen Einfluss hat auf dich, ne? Letztes Mal war es irgendwie mit den ganzen Pinktönen. Mit dem Rosa. Mit dem Rosa, genau. Was ist es diesmal? Oder? Nee, diesmal hatte sie tatsächlich keinen Einfluss auf die Kollektion. Dafür habe ich jetzt ihr Kleid extra für heute anfertigen lassen in Kollektionsstoff. Darf sie also auch wieder auf den Laufsteg? Nee, wir versuchen sie dieses Mal so ein bisschen weiter wegzusetzen, dass sie nicht nochmal drauf hüpft. Und was denkst du denn generell über die Männermode in Berlin, was die Leute so tragen? Findest du das hot oder not? Ich bin nicht so total für overstyled, also bei Männern. Ich mag es lieber so dezenter und eigentlich eher zurückhaltend. Es gibt ja so diese total crazy, da komme ich gar nicht mehr so klar. Oder die es dann halt verpasst haben, irgendwie sich die neueste Jeans anzulegen. Die Berliner Jungs haben doch immer alle eine Kappe auf, so ein bisschen dänisch-skandinavisch. So eigentlich ganz süß. So ein paar Rocker, so, weißt du, so ein bisschen so Dirty Boys sieht man so ein bisschen halt nicht männlicher, ne? Das ja, fehlt so ein bisschen. Paar so geil tätowierte Dirty Boys sieht man nicht so. In was ganz kurz noch sieht man dich denn privat? Bist du da eher so Jeans und T-Shirt, weil man irgendwie keinen Bock mehr auf Mode hast? Ich bin jetzt privat so wie ich, also so würde ich auch privat rumlaufen. Also ich habe ja meistens Lala an, bin aber schon sehr gerne Jeansträger, weil es einfach ist, weil es einfach easy ist und trage eigentlich am meisten Hosen. Ich bin nicht so eine Kleidfrau. Ich würde auch gerne mal so ein schickes Kleid anziehen wie du, aber das kann ich nicht. Oder da fühle ich mich so immer nicht so wohl. Ich bin eher Hose, Jeans, Bluse, T-Shirt, ja. Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Leila Design für sich und für alle tollen Frauen da draußen und entwirft immer ganz tolle Kollektionen. Ich bin riesig gespannt und freue mich auf heute Abend. Ich mich auch. Ich danke dir. Gerne. If I can't be a man, tell me what I